Hallo meine durchgeknallten Otakus. Ja, wir haben 300 Abonnenten geknackt. Und irgendwie habt ihr es geschafft, das ausgerechnet in dem Dreh zu machen, als ich keine Zeit hatte, um ein 300 Abonnenten-Special zu machen. Deshalb kommt das jetzt erst, obwohl wir jetzt schon bei 313 Abonnenten sind. Und wie ihr wisst, feiere ich das immer gebührend, wenn dieser Kanal mal wieder eine 100er-Marke knackt, also zum 100 Abonnenten-Special, zum 200 Abonnenten-Special. Jetzt auch zum 300 Abonnenten-Special gibt es immer etwas für euch zu gewinnen. So dieses Mal auch, habe ich mir gedacht, passt am besten, wenn ich einfach mal meinen ersten Manga-Band von Dias verlose, weil ja hier demnächst auch der Dias-Podcast an den Start gehen wird auf dem Kanal. Und dann werde ich mir den einfach nochmal neu kaufen. Und mein Exemplar eben an euch verlosen, damit ihr da auch schön mitkommt und mitlesen könnt, wenn ihr eben noch nicht so den Durchblick habt. Im Universum von Dias müsste ich mir ja auch wieder irgendeine Gewinnspielfrage einfallen lassen. Ach, machen wir wieder genau wie sonst auch. Also, ihr müsst mir einfach nur einen Titel nennen, den die Mangaka von Dias, außer die es eben sonst noch so gezeichnet haben. Und dann seid ihr schon im Lostopf. Natürlich bitte nur mitmachen, wenn ihr auch wirklich den Band gewinnen wollt. Ich hatte es ja auch schon mal gehabt, dass jemand dann gemeint hat, nee, dann gebe ich den Gewinn lieber ab, weil ich eigentlich den gar nicht brauche. Also das könnt ihr mir natürlich ersparen, indem ihr von vornherein nicht mitmacht, wenn eben kein Interesse vorhanden ist. Genau. Also ich kann euch Dias auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen, habe jetzt den Manga komplett gelesen mittlerweile und werde mir dann auf jeden Fall den ersten Band einfach nochmal zulegen. Und gibt es dann demnächst hier auf dem Channel als Podcast. So. Das also vorweg, unser Gewinnspiel. Aber ich habe mir noch was überlegt, was wir Cooles machen könnten, um die 300 Abonnenten-Marke zu feiern. Hatte ich das schon erwähnt? Dass ich jetzt sogar schon 313 Abonnenten habe mittlerweile, weil es so lange her ist. Also, weil ich ja die ganze Zeit keine Zeit hatte, um ein 300-Abonnenten-Special zu machen. Nee, da ist nämlich noch was anderes, was ich schon die ganze Zeit unbedingt mal mit euch zusammen machen wollte. Und zwar japanische Süßigkeiten testen. Da hat Kim mich eigentlich auf die Idee gebracht, weil sie die ganze Zeit meinte, ja, wir müssten uns eigentlich mal so eindecken damit und dann mal zusammen ein Video machen, wo wir das alles durchtesten. Ich habe jetzt aber mal alleine das gemacht, weil ich habe jetzt für, ich glaube 20 € waren das, auf Amazon japanische KitKats bestellt. Und das Besondere an KitKats in Japan ist, dass die einfach sau viele verschiedene Sorten haben, die es bei uns alle gar nicht gibt. Ich glaube, das Einzige, was es bei uns gibt, ist ja wirklich das Normale, dieses KitKat. Chunky gab es, glaube ich, mal, oder gibt es ab und zu mal mit Erdnussbutter. Und das war es dann auch schon. Also, so viel besondere Sorten gibt es ja bei uns gar nicht. Und hier könnt ihr mal sehen: Sushi Candy Kit Kat und Tirol Chocolate Set. Also, da ist nicht nur Kit Kat, da ist auch noch was anderes, was sich Tirol Schokolade nennt, dabei. Das sind dann diese kleineren Dinger. Ich habe extra, wir haben jetzt schon 14:38 Uhr und ich habe extra heute den ganzen Tag noch nichts gegessen, damit ich auch wirklich alle KitKats in diesem Video testen kann, ohne irgendwann satt zu sein und nicht mehr zu können. Und ihr seht, es ist wirklich alles dabei. Also klar, man könnte sich jetzt natürlich denken, Classic KitKat, wie unnötig, wer braucht das? Haben wir ja hier in Deutschland auch. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es ja trotzdem so Länder, so regionsspezifische Abweichungen, selbst bei der Originalsorte. Und dafür ist es vielleicht dann schon durchaus mal cool, dass die Classic KitKat, wie sie halt in Japan angeboten werden, hier jetzt auch mal dabei sind. Jetzt gucke ich die ganze Zeit, ob hier eine Schere irgendwo rumfliegt. Jetzt habe ich die schon ja weggetan. Naja, es geht auch so. So, ich verlinke euch auf jeden Fall auch in der Beschreibung, wenn ich dran denke, wo ich das gekauft habe, auf Amazon, welcher Artikel das ist. Ist hier alles so schön
als ein Ding verpackt. Ich hoffe, die sind nicht irgendwie geschmolzen oder so. Waren extra die ganze Zeit kühl gelagert. Ich habe auch extra jetzt im Winter bestellt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich im Sommer bestelle, dann kommen die eh als Matsch an. So. Na. Doppelt und dreifach verpackt. Verteile die jetzt einfach mal ein bisschen. Ich möchte auch ganz gerne mit der Classic-Sorte anfangen. Ist das hier die Classic-Sorte? Nee. Ah, das hier ist Strawberry, Erdbeer. Riecht da schon ein bisschen Jogurette-mäßig so durch. Gucken wir mal. Also ich möchte auf jeden Fall mit Classic anfangen. Oh, Wasabi. Einfach um euch sagen zu können, ob es da wirklich einen Unterschied gibt zu der Classic-Sorte, wie wir sie hier haben. Ah, das müsste sie doch sein. Da KitKat Classic. Have a break, have a KitKat. Aber da seht ihr auch, dass es trotzdem aus Japan ist. Da heißen die Dinger übrigens Kitokato, weil die haben es ja nicht so mit Silben, die auf einem Konsonanten enden. Achso, ich mache die immer erstmal so kaputt, bevor ich anfange. So. So, ich meine, ihr habt alle schon mal KitKat gesehen. Ist nichts Besonderes, sieht aber schon mal genauso aus, wie wir sie halt kennen. Jetzt mal reinbeißen. Ich finde, es schmeckt wirklich ganz genauso wie das klassische KitKat bei uns. Hätten sie sich eigentlich schenken können. Also hier seht ihr nochmal die Übersicht, wo es alles gibt. Ich würde sagen, ich gehe einfach hier so der Reihe nach vor, damit ich keine übersehe, keine vergesse. Obwohl ich glaube, ich die Matcha-Sorten nacheinander probieren will. Also grüner Tee gibt es halt ganz viele verschiedene Versionen. Einfach damit ich die direkt miteinander vergleichen kann. Ich liebe KitKat. Allein schon die Originalsorte ist so geil. Aber wie gesagt, schmeckt fast, also ich meine, da ist ein bisschen im Nachgeschmack. Hört ihr das draußen, die Musik? Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Ich weiß gar nicht. Also ein bisschen Nachgeschmack ist, meine ich, der ein bisschen anders ist. Ein bisschen kakaoiger vielleicht sogar. Als bei der deutschen klassischen Sorte. Aber das ist so minimal. Also eigentlich schmecken die relativ gleich. Also machen wir weiter mit den Matcha-Sorten. Also alles, was hier grün ist. Oh, die ist leider ein bisschen. Ist die zerbrochen? Nee, da ist einfach ein bisschen Luft. Das ist aber Melon Mascarpone. Das ist grüner Tee. Ich hatte schon mal grüne Tee-KitKats tatsächlich. Und hatte ich mal Mangas getauscht mit jemandem. Und sie hatte ein so ein Ding dazugelegt. Deswegen weiß ich schon, dass die eigentlich nicht mein Geschmack sind, so wirklich. Ich finde die etwas. Also grüner Tee, das ist halt, soll er sehr gesund sein. Deswegen ist es in Japan auch dieser ganze Hype. Aber schmeckt irgendwie so ein bisschen wie Gras immer. Also wie man sich vorstellt, dass Gras so schmeckt. Wie das ist, so eine braune Variante von grünem Tee, geröstet, glaube ich dann. Was stand hier? Roasted Green Tea, also gerösteter grüner Tee, aber ist dann eigentlich braun. Brauner Tee. Ich glaube, das sind die anderen beiden. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Ich überlege gerade, was da stehen könnte. Ich finde, die sieht nicht genauso aus wie auf dem Bild. Die sieht ein bisschen anders aus. Und jetzt bin ich mir halt echt ein bisschen unsicher. Das ist jetzt doof. Also einmal halt Matcha, grüner Tee und einmal Thick Matcha. Also Thick heißt der dicker Matcha, dicker grüner Tee. Das ist halt jetzt so die Frage, was ist was? Hier ist auch jetzt nichts anderes, was das sein könnte, oder? Nicht, dass ich hier das verwechsel.
Also ich glaube, das hier ist jetzt einfach die normale Sorte grüner Tee. Ich glaube, es gibt sogar noch verschiedene, je nachdem welche Region und so. Keine Ahnung, ob man da dann irgendwie großartige Unterschiede merkt. Aber ich meine, was ich dann schon mal hatte, waren hier die Big Matcha. So, also ihr seht, die sind halt grün. Guck mal, ob meine Hände sauber sind. Dann nehme ich den Riegel mal raus und zeige den ein bisschen. Also so sehen die aus. Na. Ist auf jeden Fall grüner Tee. Es schmeckt halt so, wie grüner Tee schmeckt, ne? So ein bisschen nach Algen. Ich mag zum Beispiel total gerne diese Algenblättchen bei Reisbällchen, bei Onigiri. Die könnte ich auch pur essen, die Dinger. Und die finde ich sau lecker. Aber hier diese grüner Tee-KitKats, die sind jetzt echt nicht so mein Ding. Also, nee. Ist einfach nicht mein Geschmack. Ich mache das jetzt auch alles alleine. Weil jede Sorte ist ja hier nur ein einziges Mal dabei. Da ist es echt Quatsch, sich das mit jemandem zu teilen. Wir können ja so ein Bewertesystem machen. Machen wir so maximal 5 Punkte. Also 5 Punkte ist richtig hammergeil. Und ein Punkt ist halt. Dann wäre grüner Tee halt für mich ein Punkt. Ich weiß, es gibt da offenbar ganz viele Liebhaber für in Japan. Ich gehöre nicht dazu. Und Classic gebe ich mal 4, weil einfach damit ein bisschen Luft ist noch nach oben. Falls hier irgendeine Sorte dabei ist, die ich sogar besser finde als Classic. Finde das auch immer so schade, dass es in Deutschland so wenige abweichende Sorten gibt von allem. Dass es immer so ein Japan-Ding ist. Ich verstehe gar nicht, warum wir so, sind wir so konservativ? Hält uns die Schokoladenindustrie für so konservativ, dass wir nicht offen sind, sowas auch mal auszuprobieren? Also das ist jetzt Thick Matcha, gehe ich davon aus. Also dicker grüner Tee, was auch immer da der Unterschied ist, werde ich euch gleich sagen können. Deshalb esse ich die ja direkt hintereinander. Ah, sieht auf jeden Fall schon mal dunkler aus als der andere Riegel eben. So, zeige ich euch jetzt auch mal von beiden Seiten. Have a break, have a KitKat. Ja, sieht also auch so ein bisschen dunkleres Grün aus. Aber mal ehrlich, appetitlich ist anders, oder? ich opfere mich, ich esse das jetzt. So sieht es innen aus. Halt wie immer mit Waffel. Interessant. Ich finde, es schmeckt bisher noch gar nicht so krass nach grüner Tee. Es schmeckt jetzt weniger stark raus als bei dem anderen. Es schmeckt ähnlich, aber hier das ist ein bisschen süßer, hat aber so einen säuerlicheren Nachgeschmack sogar. Wollte mich erstmal was trinken, ein bisschen. Ist aber jetzt auch keine Sorte, die ich mir jetzt so standalone kaufen würde, muss ich auch dazu sagen. So kann man mal probieren, ist auch mal ganz lustig, das zu probieren. Boah, wir sind schon bei 18 Minuten. Ich habe erst 2 KitKats gegessen. Zweieinhalb. Hat eine leicht würzigere Note, finde ich. Ich finde den minimalst besser als den anderen. Minimalst. Ich überlege gerade, ob ich ein oder zwei gebe. Ich sag mal eineinhalb Punkte für den KitKat. So, und jetzt noch den gerösteten grünen Tee. Dann haben wir die grünen Teesorten auch geschafft. Gott sei Dank. Bin ich halt mal gespannt, wie sehr das hier abweicht. Aber meine Nase juckt so von innen. Moment mal. Wo kommt das denn jetzt einmal her? So, aber auch gut, dass ich extra jetzt gehungert habe für euch, damit ich auch wirklich so viele KitKats wie möglich essen kann am Stück, ohne satt zu sein. Aha. Wir haben schon mal eine ganz andere Farbe hier. Ja, so beige sieht das aus. Ich denke mal, so eine weiße Schokolade ist damit reingemengt. Soll jetzt direkt mal abbeißen. Wie beschreibe ich das denn jetzt am besten?
Es riecht so ein bisschen nach Kino, hat so was Popcorniges, ist sehr süß durch die weiße Schokolade, passt schon ein bisschen karamellig. Also das ist jetzt ein sehr merkwürdiger Geschmack. Bisschen wie Kaffee auch, so ganz komische Mischung aus Popcorn, Kaffee und Karamell. Dann hat man jetzt diese grüne Teenote nur noch sehr, sehr dezent im Hintergrund. Also kaum zu schmecken. Ja, voll cool. Hätte ich nie gedacht, dass das so schmeckt. Und es riecht wie Popcorn. Momentan riecht es riecht wie Popcorn. Gerösteter grüner Tee, wer hätte es gedacht? Hojicha. Komisch, da steht es halt auch ausgeschrieben. Hier ist es halt nur in japanischen Schriftzeichen. Ja, die Bewertung ist jetzt hier, gebe ich mal 3. Also ich finde es durchschnittlich, bin nicht so der weiße Schokolade-Fan. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Aroma. Ist nicht so bitter wie diese Matcha-Sorten. Die anderen beiden. Hat so ein bisschen was Kinomäßiges. Also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das ein Snack ist, den man mit ins Kino nimmt in Japan. Das riecht voll nach Popcorn. Vielleicht durch dieses Geröstete. Ich weiß es nicht. Jetzt ist die Frage, womit machen wir weiter? Wir können ja jetzt eigentlich so nach dem Plan vorgehen, wieder hier, wie es hier aufgelistet ist. Hatten ja die Klassiksorte schon, grüner Tee. Und das, was hier als nächstes kommt, ist Dark Chocolate. Also ich denke mal Zartbitterschokolade. Ich glaube, die nennt man auch Otona oder so. Und dann extra auch schwarz wie die Nacht. Fun Fact, ich habe Laktoseintoleranz. Deshalb ist das die einzige Sorte, die wahrscheinlich nicht dazu führen wird, dass ich Blähungen bekomme. Weil Zartbitterschokolade ist ja keine Milch drin. Aha, sind ein paar Luftblasen drauf auf der Oberfläche. Und sieht halt auch wirklich sehr dunkel aus. Ist halt einfach Zartbitterschokolade. Finde ich nicht verkehrt. Mit der Waffel noch dabei, das gibt ja noch so ein bisschen eine süßere Note dazu. Ich frage mich übrigens, warum da immer Good Job hinten drauf steht. Oder bei manchen. Da. Ob man da extra einen Namen drauf schreibt und dann so hier Dankeschön, Kunigawa, irgendwas, San, für die tolle Arbeit oder so. Arigato, Midori-san, für den Blowjob letztens. Bin ja voll das Ferkel. Ist halt einfach dasselbe mit Zartbitterschokolade. Schmeckt natürlich nicht ganz so geil wie die Vollmilchschokolade-Variante. Ich mag Zartbitterschokolade, versteht mich nicht falsch. Nur wenn ich die Wahl habe, mag ich halt Vollmilchschokolade ein bisschen lieber. Ich habe ja dem klassischen KitKat 4 Punkte gegeben. Dann muss ich dem hier logischerweise 3 Punkte geben. Damit es dann auf derselben Ebene ist wie der geröstete grüne Tee. Ist ja auch so eine Sorte. Kann man mal probieren. Aber wäre jetzt nicht so was, was ich jetzt so geil finde, dass ich mir so eine komplette Packung kaufen würde, nur damit. Von daher passt die 3 auch ganz gut. Und dann kommt als nächstes Melon Mascarpone. Da wird es dann, glaube ich, schon ein bisschen interessanter. Also Melone. Mascarpone, hier steht Hokkaido-Melonen sogar. Also Hokkaido ist ja sehr bekannt für seine Melonen, weil die so. Das klingt jetzt auch schon wieder mega pervers. Hokkaido, weil die Frauen da alle dicke Melonen haben. Nee, Spaß. Hokkaido ist halt bekannt für Melonen. Es wird einfach nicht besser. Ich denke mal, die Wassermelonen, das schmecken halt sehr gut. Ah. Und das ist halt gemischt mit Mascarpone-Käse. Also Mascarpone-Cheese. Mascarpone ist so eine Sahnecreme oder was? Habe ich mir letztens erklären lassen, weil ich habe das auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, was eben Mascarpone für eine Sorte war. Oh, die lassen sich auch nicht so gut. Ah, jetzt.
Bin hier schon ein bisschen am Schmelzen hier. Ist hier zu warm drin? Scheiße, da muss ich mich beeilen. Dass sie hier rumschmilzen, die Dinger. Aber die sehen auch direkt aus wie so Meloneneis von der Farbe her. So orange. Und hier ist schon ein Stück abgebrochen. Was ist denn hier los? Nicht kaputt gehen. Ja, das schmeckt direkt voll nach Melone. Aber halt so künstlich Melone. Bisschen. Oh, wie geil. So, hier gerade mal umdrehen. Muss ich gerade an diesen Song von Pocket Hazel denken. Melena. Kennt ihr den? Das ist richtig geil gemacht, der Song. Den höre ich total gerne mal zwischendurch. Ja, sau lecker, Leute. Also ich glaube, das ist eine Sorte für mich. Ich esse auch ganz gerne mal Meloneneis bei der Eisdiele ab und zu mal. Richtig schön fruchtig. Wobei ich die Käsemascarpone bisher noch so gar nicht rausschmecke. Ist natürlich sehr süß. Ja, ist glaube ich echt ein bisschen am Schmelzen. Ich finde es echt klasse. Also von der Käsemascarpone, wie gesagt, habe ich überhaupt nichts rausgeschmeckt. Weil der Melonengeschmack einfach so intensiv ist. Hokkaido-Melone. Richtig cool. Also das ist sowas, doch, das könnte ich mir vorstellen, dass man das hier auch wirklich mal so als komplette Packung kauft, so schön kalt stellen und dann im Sommer essen. Da kommt bestimmt so richtig geiles Feeling hoch. Ich gebe da jetzt mal 4 Punkte für, ist dann gleich auch mit den klassischen KitKat, obwohl ich die klassischen KitKat ein bisschen besser finde. Aber das hier ist so, als Sommersorte fände ich das echt nice. Und ich merke wieder, wie gut, dass ich extra nichts gegessen habe vorher, weil so langsam kommt so ein Sättigungsgefühl, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Schaffe ich denn jetzt noch irgendwas? Also das nächste hier auf der Liste ist Strawberry Tiramisu. Ah, das ist das hier. Und ich glaube, damit werde ich auch erstmal aufhören. Dann machen wir die anderen KitKats ein andermal. Weil ich merke jetzt echt, von den paar Dingern werde ich schon echt... Also die machen richtig satt. Die machen schon... Und vor allen Dingen, weil die auch teilweise hier schon am Rumschmelzen sind. Und wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde. Und das reicht dann auch. Die anderen mache ich dann schon mal so vorsorglich als 400 Abonnenten Special. Genau, da muss ich gar nichts mehr machen, wenn ich 400 Abonnenten erreiche. Nur noch das Gewinnspiel anfügen. Auf jeden Fall, fettes Dankeschön an euch alle, dass ihr meinen Kanal abonniert und vor allen Dingen, dass es in letzter Zeit auch irgendwie rasant schnell vorangeht. Also sonst waren es ja immer so plus 20 oder weniger Abonnenten pro Monat. Im Moment sind es plus 30. Also die Quote hat sich deutlich verbessert. Scheinbar bin ich irgendwie in einen anderen Algorithmus reingerutscht bei YouTube. Mal hoffen, dass es jetzt so weitergeht. Das wäre doch schön. Und ihr könnt auch gerne dieses Video nutzen, um vielleicht mal ein paar Anregungen reinzuschreiben in die Kommentare, was vielleicht ihr euch noch wünschen würdet für die Zukunft. Guckt mal. KitKat mit Horrorclown drauf. So eine Halloween-Sorte. Ich frage mich, was das ist, weil es ist gar nicht aufgeführt. KitKat mit Rattengift. Naja, werde ich dann beim nächsten Mal rausfinden müssen. Boah, nee, ich bin satt. Leute, ich bin echt satt. 6 KitKat gefressen und ich bin satt. Also weiße Schokolade mit Erdbeerstückchen, so wie das aussieht, da. Sieht ein bisschen aus wie ein KitKat, was Windpocken hat. Schaffe ich das wirklich noch? Eigentlich bin ich jetzt über mein Limit, muss ganz ehrlich sagen. Hätte ich mir vielleicht doch Verstärkung holen sollen, immer nur einen von zwei essen sollen. Erstmal kiffen. Ja, also was interessant ist, das soll zwar Strawberry Tiramisu sein, aber es riecht irgendwie auch ein bisschen nach Käse. Vielleicht haben die das hier auf dem Zettel verwechselt. Weil Strawberry Cheesecake ist ja auch dabei. Aber Strawberry Cheesecake ist dann eher das hier.
Nee, das ist auch wirklich Cheesecake, weil guck mal, da die Schriftzeichen, da oben steht Sutoroberry, Sutoroberry, also Strawberry, darunter Chisu Keki und dann noch irgendwas dahinter. Ich bin schlecht mit Kanji, ich kann nur Katakana und Hiragana. Aber wie gesagt, das hier riecht auch ein bisschen nach Käse. Käse und Erdbeere. Das sind so die Gerüche, die einem entgegenwabern, wenn man es aufmacht. Komischer Geschmack. Nach Erdbeere. Sehr frisch, sehr fruchtig. Tiramisu ist so ein bisschen der Nachgeschmack. Ja. Auch so ein bisschen kaffeemäßig. Ist sehr schwer zu beschreiben, finde ich. Hätte vielleicht die ganzen Erdbeersorten zusammennehmen sollen, ich Idiot. Dann für den nächsten Part. Weil Erdbeere ist ja auch ganz viel. Wir haben ja einmal Strawberry Tiramisu, Strawberry und Cheesecake und einfach nur Erdbeer pur. Naja, ich hoffe, ich kann mich bis dahin dann noch erinnern, wie das hier geschmeckt hat, damit ich das besser vergleichen kann. All die verschiedenen Aromen, ey. Die Japaner sind echt Feinschmecker. Ist auf jeden Fall interessant. Nicht schlecht, aber würde ich mir, glaube ich, jetzt so nicht einzeln kaufen. Es schmeckt aber auch schön nach Sommer so ein bisschen. Ich weiß auch nicht so. Genau wie Melone. Ist auch so eine Sorte, wenn ihr die irgendwann esst, esst die lieber im Sommer. Dann kommt so ein richtig geiles Feeling auf. Richtig schön eisgekühlt aus dem Kühlschrank. Es wird bestimmt total nice. Ja, ich finde die gut. Würde ich jetzt auch 3 Punkte geben. Vielleicht war es ein Fehler, dass ich die klassischen KitKats auf 4 gesetzt habe, damit ich Luft nach oben habe. Vielleicht hätte ich die doch auf 5 setzen sollen, weil dann wäre das jetzt zum Beispiel für mich so ein Kandidat für 4 Punkte. Aber so bin ich jetzt gezwungen, 3 Punkte zu geben dafür. Und den Rest packe ich jetzt wieder weg. Weil Leute, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin zwar so neugierig, möchte die am liebsten alle jetzt ausprobieren, aber hilft ja nichts. Ich bin voll. Die Tirol-Schokolade probiere ich dann vielleicht auch mal aus für euch, die da auch noch mit dabei ist. Ja, ich habe mir gedacht, es gibt ja natürlich auch diese Sorten einzeln zu kaufen, wo man da ganz viele hat von einer bestimmten Sorte. Und ich habe gedacht, sinnvoller ist es, sich erstmal so einen großen Überblick zu verschaffen von den verschiedenen Sorten, bevor man eine davon sich halt so als Komplettpack kauft. So, alles wieder zusammengepackt. Denkt an das Gewinnspiel. Und wenn ihr wollt, dass ich diese restlichen KitKats und Süßigkeiten auch noch verkoste, dann müsst ihr diesen Kanal dringend abonnieren, denn den nächsten Part gibt es dann erst bei 400 Abonnenten. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss!